geht, Leute, willkommen bei einem Video. Oh, und heute sind wir GTA P. Oh, was war das, Alter? Habe ich einen Anfall bekommen? Meine Stimme hat sich wahrscheinlich gerade voll verschlafen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal meine Stimme so erlebt habt, aber ich bin vor 2 Minuten aufgewacht, okay? Heute, ich werde so rein trollen, Digga. Ist mir scheißegal, ich troll richtig rein. Ich versuche mich vom Trollfaktor jedes Video zu steigern. Ey, ich würde den UPS-Driver rechts ran. Hä? Sie sollten nur rechts ranfahren, was haben sie getan? Ich habe sie nicht mal sprechen hören. Ich hatte falsche Muskeln. Soll ich nochmal rechts ranfahren für sie oder was? Ja, fahren sie mal rechts ran, kurz. Danke sehr. Das verstehe ich unter rechts ranfahren. Hey! Schauen Sie mal, der Polizist überfährt mich einfach. Warum stehen Sie auch mitten auf der Straße? Ich habe geguckt, ich habe links, rechts geguckt. Ziehen Sie mal Ihre Maske aus, vielleicht sehen Sie dann mehr. Einmal rechts ranfahren, bitte. Steigen Sie mal aus. Digga, was war das gerade eben? So, ich schick das jetzt hoch. Pass mal auf kurz. Ja, was willst du, Junge? Was kann ich dafür, wenn du fährst wie ein Vollidiot? Junge, halt's Maul. Deswegen, du bekommst auf jeden Fall Argel. Was seid ihr für UPS-Fahrer, Alter? Ja, ich seh deine hässliche Fresse. Und jetzt? Wenn du mich noch einmal bläddest, platz mir ein Ei. Ja, mach doch. Hast du überhaupt Platz? Ja, komm, mach. Scheiße, ich Bro, ich bin Medic. Ich meld dich. Du lass es also drauf ankommen. Ja, mach. Wenn du mir so scheiße ankommst, kommst du auch scheiße. Ach, egal, du bist es nicht wert. Der Geil, du bist nicht Eier. Ich lad's grad hoch, Junge. Willst du auch eine Packung? Bitte. Nee. Dann haben wir noch mehr Beweise. Daher können Sie eben aussteigen. Daher können Sie eben. Also, Sie sind definitiv nicht vom PD. Ich bin aber vom PD. Was wollen Sie ja, jetzt? Ja, dann steigen Sie aus. Ziehst du gerade auf einen Officer? Das ist meine Dienstkleidung. Ich glaube nicht, dass das so genehmigt ist. Klar ist es so genehmigt. Ich denke nicht. Von wem? Das ist immer so geil, wenn die Leute wirklich denken, ich bin Cop, Digga. Nur weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Gott, was ist denn hier passiert? Ich bin vom PD. Digga, das muss doch nicht sein. Dann lauf halt. Mein Auto willst du klauen, hä? Mein Auto, bitch. Digga, mir fällt gerade ein, ich habe dieses T-Shirt, Digga, was Monte auch in seinem Stream on hatte. Ey, sag mal, bleiben Sie mal einfach stehen, bitte. Was wollen Sie? Oh, stehen bleiben. Dürfen Sie so arbeiten? Natürlich. Ganz sicher nicht, ich krieg meinen Dienstausweis. Wer sind Sie? Nationalgarde, ich krieg jetzt mal Ihren Dienstausweis. Nationalgarde, mein Arsch. Nationalgarde hat mir gar nichts zu sagen. Dürfen Sie ganz sicher nicht auf Streifen. Komm weg! Darf ich aber. So, nee, Sie bleiben jetzt immer bitte. Bleib selber stehen. Wenn ich will, arbeite ich auch im nächsten Video für die National Guard. Ich glaube, das mache ich sogar. Nächstes Video. Dann zeige ich dir mal, wo der Hammer hängt. Dann werde ich mich auch dort so anziehen. Dann wird der sehen, der Wichser. Hast du so gut gemacht. Oh, tut mir leid. Tut mir leid. Tut mir leid. Hallo. Es tut mir leid. Wenn sie meine Entschuldigung nicht annehmen will. Hey. Was soll das? Was soll das? Sie wissen ganz genau, was das soll. Ich bin doch auf Ihrer Seite. Ich habe doch nichts getan. Warum Sie getasert wurden? Sie rennen schwer bewaffnet an der Security vorbei. Ich bin ein Officer übrigens. Schauen Sie. Na, dann zeigen Sie mir Ihren Dienstausweis. Das ist übrigens meine Dienstkleidung. Wundern Sie sich nicht. Hallo? 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 Alter, Rom, was ist mit Ihnen passiert? Der redet hier nicht mehr auf einmal. Ist das ein Officer von euch? Ja, also ich würde den mal mitnehmen, weil... Also ja, der ist ein Schlingel, aber... Man ist gerade einfach schwer bewaffnet an mir vorbeigerannt. Tut mir leid. Kein Spaß. Froh sein, dass ich dich gleich scharf geschossen habe. Ja, aber ich denke, das ist gut. Ich bin froh, tut mir leid. Nehme ich Ihnen jetzt einmal meine Handschellen ab. So, Sie tun also einen LSPD-Officer festsetzen. Okay. Der Herr, nehmen Sie mir sofort die Handschellen ab, ansonsten werde ich meine Jungs dazu holen. Oh. Und dann ist hier kein Spaß mehr. Sie haben mich festgesetzt. Ja, Sie haben mir aber immer noch nicht den Dienstausweis gezeigt. Weißt du was? Ja, ich hoffe, das kommt nicht nochmal vor. Ansonsten werde ich das nächste Mal scharf schießen, wenn Sie schwer bewaffnet an mir vorbeirennen. Ja, ich verstehe. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Hätte Rowan, können Sie mich zum PD mitnehmen? Nein. Bitte, jo. Zeig ein. Können Sie mich bitte? Danke, jo. Ich bin der Dreckigste. Ich bin der Dreckigste. Raphael Schwarz. LDS. Eigentlich heißt es LDS. Long Dick Style. Hätten Sie vielleicht Lust, den Brenner und mich auf Streife zu nehmen? Ja, ich kann Ihnen mal zeigen, wie das so läuft hier. 4 ist doof wegen TV möglichen. Bei mir landet nie einer im Auto. Die sterben immer alle vorher. Ich mache heute eine Prüfung mit euch. So, warten Sie mal. Gehört das schon zur Prüfung? Also natürlich erstmal, so, okay, Waffe ist geladen. Beruhigen Sie sich, wir müssen nicht gleich zur Gewalt greifen. Also hier können wir schon direkt sehen. Hallo, was ist hier los? Distanzier mich. Ja, also wie gesagt, wenn ihr Leichen auf dem Boden seht, nicht helfen. Warten, bis die Medics kommen. Mal, weil liege ich auf dem Boden und da kommt auch keiner mir helfen. Dann würde ich sagen, schauen wir mal am Würfelpark hier. So, ist hier alles gut bei euch? Ist alles hier okay? So ein paar Leute, die ein bisschen mit Auto nicht fahren können. Ja, das ist normal, das ist normal, das ist normal. Herr LDS, Sie haben das Radio angemacht. Das ist alles normal. Ja, nee, ist gut. Das ist alles normal, alles gut. Warten Sie. Guck mal, sehen Sie da vorne? Das ist eine Bedrohung.
Ey, ich krieg langsam die Krise, Alter. Was ist los heute? Da sehen Sie, dass meine Arbeit stressiger ist als die von einem normalen Polizisten. Ich zeig euch, wie das funktioniert. Warten Sie einfach. Also, es kann sein, dass wir gleich alle draufgehen, aber egal. Ganz wichtig, diese gelben Hütchen alle umfahren, so viele man kann. Ja, wo ist das jetzt? Hier vorne. Ja, hier vorne. Einfach, da wo die Orangen und das sind diese Mafia. Sind wir die Ersten? Das sind unsere Kollegen. Okay, dann zeige ich Ihnen mal ganz genau, wie das jetzt geht gleich. Ja, wir gucken erstmal, wir beobachten. Bitte, nein. Nein. So, also. Alles aufgehoben, kein Problem. So klärt man 1190. In der Abschlussprüfung müssen Sie das auch so machen. Schwerverbrecher. Ich habe genau gesehen. Ich habe genau gesehen, wie die Frau euch sexuell belästigt hat. Jungs, wurde sie sexuell belästigt? Ja. Ja, okay. Ja, alles klar. Ja, nehmen Sie die Frau. Nehmen Sie die andere mit in Gewahrsam. Wir laufen direkt zum Gerichtssaal mit denen. So, was haben Sie denn zu Ihrer Verteidigung zu sagen, dass sich einfach wieder Leute sexuell belästigen? Ich lese die Rechte vor. Machen Sie das? Alles, was Sie sagen, wird gegen Sie verwendet. Schnauze jetzt. Tyrone, ganz ruhig, ganz ruhig. Daraus! Überlegen Sie sich gut, was Sie vor Gericht sagen. Ja, ist keiner da, müsste selbst abhandeln. Ja, ja, machen wir, kein Problem. Ja, wo ist denn der Raum? Wissen Sie, ich habe ja auch Jura studiert und so alles. Er ist einfach alles Könner. Natürlich nicht jeder, ne? Muss man auch erstmal hinbekommen. Ja, ich bin auch König Astronaut. Halt nicht. Und mein Helm steht dafür, dass ich in Vietnam gedient habe. Ja, also, die schon. Angeklagte, Sie können sich hier. So, die Angeklagte, wie ist Ihr Name? Finden Sie mal den Namen raus von ihr. Die Dame hat mich berührt, wo ich jetzt nicht möchte. Wie hat sie sie denn berührt? Demonstrieren Sie es mal an mir, wie Sie sie berührt haben. Oh mein Gott. Entschuldigung. Also. So, Herr Tyrone LDS, können Sie die Situation erklären? Na klar, Herr Richter LDS, ich habe mitbekommen, wie die Dame hier den Raphael Schwarz sexuell belästigt hat. Ist das so, die Dame? Was haben Sie dazu zu sagen? Sie haben Aussagepflicht. Haben Sie dazu was zu sagen? Nö. Ja, wie gesagt, Herr Richter, wie Sie sehen, schweigt auch und ich deute das als ein Schuldgeständnis. Ja, Herr Tyrone, fragen wir doch mal den Zeugen. Ja, genau, Herr Richter, ich bin der Zeuge Tyrone und ich habe genau alles beobachtet. Herr Schwarz, stimmt das? Es ist so kalt und dreckig. Okay, dann ist es beschlossen. Sie kommen ins Gefängnis. So. Jetzt kommen Sie mit. Hat jemand was zu essen? Ich habe auch Hunger. Sei mal leise. Ja. Okay, brauchen Sie echt was zu essen? Ja. Sagen Sie, lieber Tyrone, kriege ich bitte was zu essen? Nee, dann hungere ich lieber. Okay, also Sie wollen nicht Ihr Leben beschützen, okay? Ich lasse Sie gehen, sie hat genug gelitten. Ah, da sind direkt Ihre Kollegen. Tyrone, Sie haben die falsche Person. Oh, ach so, Sie können auf mich zählen. Ich hab die falsche Person abgeknallt. Aber jetzt haben Sie einen Einblick meine Streife gesehen, wie das so abläuft. Ja. Ich hoffe, Sie konnten sehr viel mitnehmen. Auf jeden Fall, ne? Also es war mir auch eine Ehre, besonders mit Ihnen mitzufahren, ja? Jetzt zeige ich Ihnen noch, wie ich mit meinen Kollegen umgehe. Also, zum Beispiel hier. Das hier ist mein Parkplatz. Ich weiß nicht, warum die alle hier sind. Mein Parkplatz. Okay, wird notiert. Das ist Regel Nummer 4. Immer sein Revier markieren, Leute. Bei der Abschlussprüfung wird das auch abgefallen. Ja, Frau Baker, haben Sie sich angeschlagen. Tut mir nicht leid. Jetzt zeige ich Ihnen mal, was Sie in einer solchen Situation machen. Herr Kreisel, beleidigen Sie mich mal. Sie waren kein guter Soldat. Warum sagen Sie sowas? Das ist Regel Nummer 5. Taiwan-Waffe. Oh, du siehst schon. Hören Sie auf damit. Kann es ja nicht sein hier. Oh mein Gott, ich wurde geschlagen. Schlagen Sie die Frau? Oh, so geht man die Sachen an. Frau Baker, muss ich mit Ihnen schlafen, damit ich einen Rang höher komme? Apple, yo, das ist gar kein Polizist, Junge, steig mal aus. Bist Ey, es war Körperverletzung, Mann, du Arsch. Was ist denn passiert? Du hast uns überfahren. Ein bisschen Transen-RP. Also habt ihr eine Momo oder habt ihr ein Ding? Oder beides. Wie beides? Ey, du Arschloch, fick dich! Arsch!